Bist du selbstständig und fragst dich, wie viel Geld du für die Steuer zurücklegen solltest? Wenn ja, dann bekommst du die Antwort in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und eine der häufigsten Fragen, die ich höre von Selbstständigen ist immer, wie viel Geld sollte ich denn zurücklegen für die Steuer, damit ich auf der sicheren Seite bin? Die Antwort ist gar nicht so trivial. Wenn man googelt und in Social Media Gruppen unterwegs ist, dann hört man unterschiedliche Empfehlungen. Die eine Empfehlung, die ich immer höre, ist, leg dir einfach 50% zur Seite, dann bist du auf der sicheren Seite. Ganz ehrlich, ich bin selbst jahrelang selbstständig gewesen und 50% von meinem Einkommen zur Seite legen, insbesondere in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, ich war über jeden Euro froh, den ich bekommen habe. Wie hätte ich da jemals 50% zur Seite legen können? Vollkommen realitätsfern, in der Praxis auch nicht besonders sinnvoll, weil so viel Steuern zahlt man nicht in Deutschland. Ein anderer Tipp, den man häufiger hört, sind 30%. 30% empfehlen viele, weil der durchschnittliche Steuersatz in Deutschland liegt bei 30%. Das heißt, wenn die alle arbeitenden Menschen in Deutschland nehmen, dann zahlen wir durchschnittlich 30% Steuern. Ist okay für den Durchschnitt, aber wenn du nicht zufällig gerade im Durchschnitt bist, dann ist 30% halt auch irgendwie falsch. Und genau deswegen schauen wir uns in diesem Video mal genauer an, wie viel du in deinem Fall zurücklegen solltest. Wichtig vorab, es gibt mehrere Steuerarten in Deutschland. Und zwar einmal die Umsatzsteuer, basierend auf deinem Umsatz deine Steuer, und einmal Steuern, die auf deinem Gewinn basieren. Das ist deine Einkommensteuer und gegebenenfalls auch deine Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuer ist relativ leicht zu berechnen. Das machst du auch im Rahmen der laufenden Umsatzsteuervoranmeldung, berechnest du, wie viel Umsatzsteuer du zahlen musst und führst sie ja dann direkt ans Finanzamt ab. Diese Umsatzsteuerbeträge, die weißt du auch auf deinen Rechnungen aus. Das heißt, die solltest du sowieso schon irgendwie in der Kalkulation berücksichtigt haben. Das ist also nicht das große Problem. Die Frage ist, wie viel legst du von deinem Nettoertrag oder Nettoumsatz, Nettogewinn zur Seite? Und da solltest du wissen, was dein Durchschnittssteuersatz ist. Da geht es nicht um den Grenzsteuersatz, sondern den Durchschnittssteuersatz. Was da der Unterschied ist, dazu habe ich mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben einmal rechts. Geht aber jetzt um die Frage, was ist denn dein Durchschnittssteuersatz und wie viel solltest du dementsprechend zur Seite legen? Unter diesem Video in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Steuerrechner speziell für Selbstständige. Das ist ein bisschen sowas wie ein Brutto-Netto-Rechner für Selbstständige. Dieser Rechner wird dir deinen Durchschnittssteuersatz ausrechnen. Und wenn du darauf klickst, dann siehst du genau das, was ich jetzt auch auf meinem Bildschirm sehe. Und am besten gehen wir das Tool einfach mal gemeinsam durch. Und du gibst deine Zahlen ein, ich gebe meine Zahlen an und dann hast du am Ende du deinen Durchschnittssteuersatz und ich meinen. Deal? Jetzt klicken. Es öffnet sich der Steuerrechner für Selbstständige. Ich klicke auf Jetzt loslegen. Übrigens siehst du links auf der linken Seite schon die Überschriften zu den Fragen, die du gleich beantworten wirst. Und unten siehst du schon deinen Steuersatz, wie er jetzt gerade wäre, wenn du nichts änderst. Aber wenn du deine Zahlen veränderst, dann wirst du sehen, dass sich auch der Steuersatz gleich verändert. Und ganz am Ende wirst du deinen ziemlich akkuraten persönlichen Durchschnittssteuersatz haben. Die erste Frage ist, wie viel Umsatz du in diesem Jahr machst. Ich rechne mit einem guten Jahr, deswegen gehe ich davon aus, dass ich 120.000 Euro verdiene. 120.000 Euro. Und ich sehe links gleich meinen Steuersatz klettert gleich in die Höhe, wenn ich hier meinen Umsatz auch erhöhe. Die nächste Frage ist die Betriebsausgabe. Warum? Weil wir die Steuer auf den Gewinn und nicht auf den Umsatz zahlen und deswegen muss ich selbstverständlich auch angeben, wie viel Ausgaben ich habe. Ich habe Ausgaben von ungefähr 2.000 Euro im Monat für Tools, für Anschaffung, für Miete und so weiter. Deswegen gehe ich auf 2.000 Euro. Dann muss ich im nächsten Schritt sonstige Einkünfte eintragen. Sonstige Einkünfte sind deswegen wichtig, weil ich meine Einkommensteuer ja nicht nur auf die Einkommen außer meiner selbstständigen Tätigkeit zahle, sondern auf mein gesamtes Einkommen. Und dadurch haben auch andere Einkunftsquellen Auswirkungen auf meinen Steuersatz. Das heißt Angestellten-Tätigkeit, Vermietungseinnahmen, Kapitaleinkünfte und alle Einkünfte, die du sonst noch so hast, die trägst du hier einmal ein. Man sieht auch, wenn ich hier jetzt den Regler nach rechts schiebe, sieht man, wie mein Steuersatz nach oben geht. Aber ich habe keine sonstigen Einkünfte und deswegen lasse ich ihn bei 0%. Die nächste Frage ist die Frage, ob ich in der Kirche bin. Und die ist deswegen relevant, weil du, wenn du in der Kirche bist, Kirchensteuer bezahlst. Das erhöht natürlich deinen Steuersatz. Und wenn du halt nicht in der Kirche bist, dann zahlst du keine Kirchensteuer. Ich selbst bin nicht in der Kirche, deswegen klicke ich auf Weiter. Und die nächste Frage ist, ob du verheiratet bist. Um genau zu sein, ist die Frage nicht, ob du verheiratet bist, sondern ob du eine Steuererklärung zusammen veranlagt machst. Das heißt, wenn du verheiratet bist und ihr eine Einzelveranlagung macht, dann klickst du hier auch bitte auf Nein. Aber wenn du verheiratet bist, dann macht ihr zusammen ja eine Steuererklärung und dann hat auch das Einkommen deines Ehepartners Einfluss auf deinen Steuersatz. In meinem Fall klicke ich aber auf Nein, ich bin nicht verheiratet.
Die nächste Frage ist die Frage nach Kindern. Das heißt, wie viele Kinder hast du? Das liegt daran, weil Kinder steuerliche Auswirkungen haben, beispielsweise durch die Kinderfreibeträge. Ich habe keine Kinder, klicke deswegen 0 an. Die nächste Frage ist die Frage nach der Altersvorsorge. Warum? Altersvorsorge ist grundsätzlich eine private Ausgabe, aber ich kann meine Altersvorsorgebeiträge in meiner Steuererklärung als Sonderausgabe geltend machen. In der Regel haben die Altersvorsorgebeiträge eine hohe steuerliche Auswirkung und deswegen fragen wir hier auch noch nach der Altersvorsorge. Auch da kannst du den Regler nach rechts und links schieben und siehst, dass sich das steuerlich verändert. Ich zahle pro Monat 1.500 € in die Altersvorsorge ein und deswegen schiebe ich den Regler auf 18.000 € pro Jahr. Und dann als Ergebnis bekomme ich meinen persönlichen durchschnittlichen Einkommensteuersatz. In diesem Fall sind es 33%. Das heißt, ich muss 33% von meinem Einkommen zur Seite legen für die Einkommensteuer. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Einkommen ist ein Gewinn. Das heißt, bitte leg jetzt nicht in dem Fall 33% von deinem Umsatz zur Seite, sondern wirklich nur von deinem Gewinn nach deinen Betriebsausgaben. Das heißt, ich würde monatlich meine Buchhaltung machen, meinen Gewinn ermitteln und würde dann ein Drittel, also 33%, zur Seite legen, um die Steuerrücklage zu haben. Das kannst du entweder per Hand machen oder du nutzt ein Tool wie Contest. Contest legt dir automatisch den eingestellten Prozentsatz an Steuern immer zur Seite und damit hast du jederzeit einen Überblick über deine finanzielle Situation und wie viel auf dem Konto eigentlich tatsächlich dir gehört. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn da noch offene Fragen sind auf deiner Seite, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich und der freut sich auf deine Frage. Wenn du selbstständig bist oder Freiberufler bist und gerade einen Steuerberater suchst, dann muss ich sagen, das ist dein Glückstag, denn wir sind spezialisierter Steuerberater für Selbstständige und du findest unten in der Videobeschreibung hinter dem ersten Link alle Informationen zu unserem Service und kannst dir da ein kostenloses, unverbindliches Telefonat sichern. Ansonsten würde ich mich aber auch freuen, wenn du uns die Treue hältst und den Kanal abonnierst. Wir produzieren regelmäßig Videos über Steuerthemen für Selbstständige und hier kannst du uns abonnieren und dann verpasst du kein Video mehr. Ich habe aber auch zwei Videos, die du dir jetzt sofort anschauen kannst. Und zwar findest du hier einmal unser neuestes Video und hier findest du ein Video, da bin ich durch verschiedene Steuertipps, 13 an der Zahl, gegangen und erkläre dir, wie du als Selbstständiger Steuern sparen kannst. Den haben wir Taxator von Contest genannt. Nee, nicht, den haben wir nicht Taxator von Contest, so ein artliches Tool, so ist das.